Und damit willkommen zurück zu Soma. Ja, Freunde, das letzte Mal einen kleinen fiesen Cliffhanger gemacht. Jetzt muss ich erstmal hier mich mehr oder weniger wieder zurechtfinden. Kann ich da noch irgendwas dran machen? Nein. Schöne Bruchlandung, Simon. Respekt. Aber gut, er kann ja wurde nichts dafür. Ich muss erstmal checken, wie ich hier gerade laufe. Ich habe hier gerade ein paar. Okay, ich laufe anscheinend darum. Okay. Okay, alles klar. Hier kann ich nichts machen. Und ja, war ja klar, dass das keine gemütliche Fahrt wird. Was ist hier schon gemütlich? Warte mal, kann ich da was machen? Ah! Okay, das ist schlecht, wenn du das nicht aufbekommst. Oh oh. Oh shit, oh shit. Da wird mir geholfen, ich weiß nur nicht, ob das für mich gut ist oder schlecht. Oh oh. Bitte nicht rot, bitte nicht rot. Oh, hey little guy. Oh. Didn't expect to see you again. Oh, okay. Mein kleiner Freund ist es. Danke. Wenigstens einer, der nett ist. Oh, raus hier. So. Was für eine Bruchlandung, ey. Schau euch das an. Ich muss gerade ein bisschen leiser bei mir machen. Okay. Also wieder zu Fuß unterwegs. Schauen wir uns doch das hier mal an. Großartig weit sind wir ja jetzt nicht gekommen. Aber wir haben hier gesunde Beine, nicht wahr? Die Musik ist aber jetzt gerade ein bisschen beruhigend. Das gefällt mir. Ich kann da eventuell rein, oder? Ja. Schauen, was da ist. Ah ja, hier ist... Oh, hier ist jemand. Ich touch erstmal ihn an. Kevin Strasky. Can you hear me? Theta, listen. Akers is headed for Theta. Don't build more panic. Getting a signal, but no audio. Strasky, it's Como Raby. Akers has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta. Still no audio. Try calling from another access point. Strasky, I can try setting... Okay, alles klar, mein Freund beobachtet mich hier. Ich hoffe, es stört ihn nicht, wenn ich das anfasse, denn ich glaube, ich bin schon wieder verletzt. Immer wieder muss er seine Hand da reinstecken. Nee, nee, nee. So, wenn ich ihn nämlich jetzt angucke, genau, jetzt ist es nicht mehr so komisch verschwommen. Ich mag den Effekt nämlich voll nicht. Okay. Dann, ich schaue mir gleich hier kleines Gerätchen an. Ich gucke erstmal das da. Oh. Okay, das hat noch Saft. Dann gucke ich doch erstmal das hier an. Was ist das? Die Fotos, wie sie meinte. Ah. Ja, damals saht ihr noch relativ menschlich aus, auf jeden Fall. Oder doch nicht? Doch. Ist natürlich durch die Tauchanzüge schwer zu sagen, aber sie sehen auf jeden Fall menschlich aus. Und nicht roboterhaft. Was ist das denn für ein Bild? Ja, auch leicht verpixelt, ne? Aber das sieht strange aus. Da ist wohl irgendwas passiert dann. Na gut. Okay, loslassen. Da liegt es wieder dahin, okay. Gut, dann schauen wir mal. Ach ja, wir könnten unseren Standort ermitteln. Wir sind, ja, hier vermutlich. Delta. Das ist doch ein gutes Stück, das wir hingelegt haben. Vergrößern. Ah. Wo bin ich jetzt? Hier. Und wo will ich hin? Nach Theta will ich hin, ne? Also ich muss hier hin, eventuell. Ich weiß es nicht. Ja.
Na gut, ich werde es einfach wie immer machen und einfach in der ja, Gegend rumlatschen, bis ich was finde. Hat doch bisher ganz gut geklappt immer. Bei so einer Karte kann ich mich eh nicht orientieren. Aber na gut. Simon weiß jetzt theoretisch, wo er hin muss. Frag dich, verlassen wir uns wieder auf irgendwelche Lichter, die wir irgendwo sehen. Zum Beispiel hier. Ich mag die Musik hier. Die hat was. Oh, guck mal, wie süß. Ja, nur so süß, bis sie es langsam mich nicht angreifen. Sag mal, er hat aber schon sein... Ja, das Omni-Tool hat er. Davon gehe ich mal stark aus, weil das war nicht mehr in der Konsole drin. Kann ich da was machen? Nein. Mein Freund kommt mir wieder nach. Willst du da was machen? Gehst du schon mal voraus? Das ist so voll knuffig, oder? Wetten, das Ding stirbt irgendwann, wenn es mich rettet oder so? Garantiert. Mal schauen, ob ich da irgendwie reinkomme. Das sieht auf jeden Fall wichtiger aus. Ah, das ist ein Teil der Schienen, wo ich rumgegast bin. Vielleicht können wir da ja doch noch was irgendwie hinbekommen, ha? Huh? Sieht ja interessant aus. Jetzt scheint nichts zu gehen. Ja, da ist mein Kumpel. Mein Kumpel kann mir jetzt aber auch nicht sagen, ob ich da was anstellen kann oder besser die Finger davon lassen sollte. Ich weiß nicht, ob ich da hinten hin soll. Wenn ich immer den Schienen nachlaufe, dann muss ich ja irgendwo hinkommen, oder? Der Kontrollraum. Oh, das sieht aber schon ganz schön zugewuchert aus. Ob da noch was geht. Wow. Wer hat das jetzt gesagt? Simon? Oder ist dann... Oh. Okay, der hat das gesagt. Ich trau dem nicht. Sollten wir uns nicht entdecken lassen. Die Station ist so groß, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Aber ich wollte jetzt erstmal versuchen, da reinzukommen. Das hat der andere gehört. Shit. Shit, 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 shit. Erstmal weg hier. Das hat der wohl gehört. So, jetzt bin ich einmal im Kreis gelatscht. Ich würde auch gerne nochmal die Tür ausprobieren. Ist der Typ jetzt da? Good robot. Ah! Ach so! Du hast mir geholfen. Das war das Geräusch. Ah, Mann. Du bist aber auch ein Held. Danke. Geht das jetzt auf? Ja. Und ich dachte, das andere Vieh verfolgt mich jetzt. Nein, alles gut. Dieser Roboter ist so lieb. So, Control Room. Rote Taste drücken oder erstmal hier schauen. Oh Mann, da wird doch nichts mehr gehen. Ah, probieren wir es. Ah nein, das ist mein Freund. Der Computer geht noch. Ich fass es nicht. Alles wasserdicht hier. So, Zeppelin Control Remote. Remote. Super, was bringt mir das? Fuck your... Fuck you, Acres. Invalid Commons. Achso, da hat jemand immer versucht. Ja, verstehe. Tja. Und dann gab es einen Quit Rage. Aber was für einer. Ja, was bringt mir die Erkenntnis? Das ist einfach nur... Oh, da. Das ist wohl der Typ. Das sieht echt nicht gut aus. Schaut euch dieses Gesicht an. Eieieiei. You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Oh God. Can you see him? Fuck! He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that.
The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn him. Come on! Nein, der hat es definitiv nicht geschafft. Was für eine miese Sache. Das ist ein Acre. Muss man sich ja Sorgen machen. Gut, ich denke, mehr gibt's hier dann auch nicht. Dann gehe ich mal. Ja, interessante, optionale Story, die wir gerade aufgeschnappt haben. Die wird noch wichtig. Werden wir bestimmt nicht... als einziges davon hören. Das kommt bestimmt nochmal. Ich glaube, hier ist nichts. Hier ist keine... Oh, Gott, der Schrei... Mann. Ich mag ihn ja, aber... Sein großer Bruder muss nicht unbedingt herkommen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Ich werde einfach wieder meine Taktik machen, den Lichtern nach. Das hat bisher immer geklappt. Ich hoffe, dass ich dadurch jetzt nicht zurücklaufe. Wo ist denn das andere große Vieh? Nicht, dass mich das jetzt gleich wieder irgendwie böse überrascht oder so. Da hinten fliegt es, glaube ich, rum. Okay. Delta. Mal schauen, ob ich da reinkomme. Herrlich. Ich könnte dich knuddeln. So freundlich. Oh. Pass ich da durch? Ja, da passen wir durch. Schauen, was wir hier finden. Ah, kann ich hier noch was machen? Nee. Das ist alles kaputt. Okay. Wieder so ein Teil. Ich brauch's gar nicht. Könnte ich auch lassen diesmal. Da ist doch ein Knopf. Darf ich? Dankeschön. Ah, hier geht ein bisschen mehr. Das Handbuch von K8UH8. Das ist, glaube ich, der kleine Roboter, der mich verfolgt und der mir hilft. Intelligenzkomplexes AN7U, Klasse leichter Universalhelfer. Genau. Fernlenklimpuls. Anmerkung. Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber über vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Das ist echt super, das Teil. So, dann haben wir das da. Bull-UH3. Intelligenzkomplexes AN5U. Mittlerer Arbeiter. Fernlenkpatrouille unterstützt. Mhm. Ja, das ist das. Das könnte das Vieh sein, das wir vorher noch hier rumfliegen gesehen haben. Dann gibt es hier noch den Topa, Intelligentkomplex Mini-UH. Keine weitere Information. Und dann noch dieses Quilira. Intelligenz einfaches Forschungsflugzeug obligatorisch. Anmerkung: Das Fahrzeug verfügt über die Grundintelligenz. Zum optimalen Einsatz seiner Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Okay, alles klar. So viel dazu. Jetzt gibt es noch ein paar Nachrichten. Beginnend mit dem 12.08.2103 von Grond der Täter Delta Evakuierung. Darius, wurde beschlossen, dass du und deine Besatzung Täter am 14. evakuieren werdet. Ja. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Fick dich, Grunstedt, ich gehe nirgendwo hin. Du hast nicht die Befugnisse, mich zu zwingen, Terry. Das sind nicht meine Befehle, du knalltütig, aber mittel sie dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinem Schrotthaufen bleiben möchtest. Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Herr Akers, da ist dieser Name wieder. Mit Freuden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Täter sich erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann sie aufbrechen können, dann werde ich ihnen einen Transporter schicken. Aha. Dann haben wir hier nochmal. Schöne Weihnachten, Herr Akers. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Täter gebracht werden möchten. Peter Stresky.
25.12. Aber am 13.8. wurden sie evakuiert. Na gut. Okay. Auf Lok zugreifen. Schach? Moment, Schach? Ernsthaft? Ich kann Schach spielen? Oh, nee, oder? Kann ich jetzt hier Schach spielen? Gegner beschädigt. Och komm, ich hätte mich jetzt so gefreut, ein Minispiel hier. Ich hätte sogar jetzt Schach gespielt. Statistik, Spiele 1610. Wow, 1000 gewonnen. Nicht schlecht, aber es geht nicht. Mein Gegner ist beschädigt. Och, wie schade. Auf Lok zugreifen. So. Und da sehen wir auch 2104 hat er immer noch zugegriffen, dieser Akers. Akers lokaler Zugriff und hat sein 1000. Schachspiel gewonnen. Das war hat das jetzt anders geschrieben, am 13.01. also auch in dem Zeitraum. Das letzte Mal hat er sich am 15.01. eingeloggt. Jetzt würde ich nur gern wissen, welches Datum haben wir gerade? Das würde mich sehr interessieren gerade. Steht hier leider nirgendwo dabei. Was man so ein bisschen abschätzen kann, wann der hier das letzte Mal. Aber das weiß man wohl aus gutem Grunde noch nicht. Damit man noch weiter rätseln kann und spekulieren und so weiter und so fort. Hier ist wieder eine Karte, die ich nicht blicke. Ja, das ist cool. Und hier ist noch was. Ach ja, ich bin ja gerade in Delta und da von da aus irgendwie nach Deta zu kommen, sieht gar nicht so schwierig aus. Ich weiß es nicht so genau. Ich mach's einfach wie immer. Ich laufe umher. Und finde dabei sonderbare Dinge. Wie zum Beispiel diese Tür. Ah, ein sehr wichtiges Örtchen. Ja, das bringt's jetzt voll. Ja. Sonst ist hier ja nichts. Dann gehen wir. Ich finde das toll, was wir hier alles so entdecken können und machen können. Aber das mit dem Schach hätten sie noch. Das, ne, hätte ich jetzt Schach gespielt, dann hätte ich das Spiel geliebt. Aber so abgrundtief geliebt. So. Ah, Gott, der Schramann jedes Mal. Oh. Das erschreckt mich jedes Mal, das Ding. Sag mal, kann ich da mich draufstellen und noch irgendwas machen? Nee, ne, das fährt einfach weiter, okay. Was machen wir jetzt? Ist dahinter noch irgendwas, was ich sehen muss? Wenn du schon dahin schwimmst? Nö, ne? Sieht jetzt auch nicht so wichtig aus. Da oben, ich weiß nicht, ob ich da schon war, da wo das so grün leuchtet. Ich versuche mal hinzukommen. Das sieht aber danach aus, als wäre ich da noch nicht drin gewesen. Wenn ich da überhaupt reinkomme. Moment, was haben wir denn da? Schauen wir uns zunächst mal das hier an. Oh, da fährt wieder so ein Arbeiter, oder? Was auch immer das ist. Warte mal. Aber warum sollte mich so ein Arbeitergefährt mich angreifen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Er leuchtet ja auch nicht rot, ne? Nicht, dass ich mich hier ständig umsonst verstecke und Angst habe. Und das Ding ist absolut neutral. Es leuchtet nämlich gelb. Ich probiere es jetzt einfach mal. Guten Tag. Hey. Could you maybe help? I need to get to Theta. Don't stand there, you know better than that. Yeah. Hey, you. Help me out of here, will you? Hey, can you hear me? Give me some room, will you? Listen. Help me out of here, will you? Okay, bringt nicht viel, aber wie schon vermutet, das Ding ist neutral. So, ich gucke mir jetzt das hier mal an. Kein Signal ist ein schlechtes Signal. So, aber ich kann ja die Kanäle mal durchswitchen, vielleicht. Oh, erstmal anmachen, würde ich sagen, ne? Was ist denn das jetzt alles? Kann ich das... Ah.
Kein Signal, aber was ist das denn? Linkverbindung hergestellt, 840. Und was mache ich jetzt damit? Was habe ich jetzt von dieser Linkverbindung? Habe ich das jetzt irgendwie geöffnet oder Strom oder sonst wie was? Ich weiß es nicht. Kein Signal. Wir gehen das einfach mal durch. Stopp. Da ist nichts angeblich. Okay. Was mit dem roten Strich? Kein Signal. Nur, es schlägt nur bei dem hier aus. Okay, dann sollte ich das vielleicht so lassen, aber ich habe die Kanäle noch gar nicht durchgeswitcht. Aha. Vielleicht jetzt bei den anderen. Ein Signal. Weiß, vielleicht auch mitten im Nirgendwo ein Signal. Ich sehe es noch nicht. So. Kanäle durchgehen. Machen wir es einfach so. Geht schneller. Hier haben wir auch eine Linkverbindung. 216, was auch immer das jetzt bedeuten mag. Und ich nehme an, wenn da oben wird es dann genauso abgehen. Das testen wir jetzt auch nochmal schnell. Man, you can really tell when Astrid is off platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way either. Naja. So, machen wir denn hier das Signal? Linkverbindung hergestellt 049. Gut, ich lasse es jetzt mal so. Ich kann die also je nach Belieben einstellen. Habe aber noch nicht wirklich eine Ahnung, wofür. So, hier war ich ja schon drin, oder? Ne, da war ich noch nicht drin. Mit Knopf kann ich mich nicht erinnern. Yeah. You're so full of shit, Brandon. I've seen you when Payload Manager Alice Koster shows up. Macht's gut. Ja, wieder im Trockenen, mehr oder weniger. Das muss aber nichts Gutes heißen, weil... Schach! So. Guck mal, da wurde noch nie gespielt. Ach komm schon, warum ist denn der Gegner beschädigt? Hier ist doch alles trocken und so. Kannst du mir nicht erzählen? Menno, ich will Schach spielen. Na gut, dann nicht. Was ist das? Sich anzusehen wie Wow Delta und übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Wan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberfläche das alte Delta zu ergänzen. Ja, sogar... in den Schatten zu stellen. Das sieht ja widerlich aus hier. Fass das doch nicht an. Was sind das denn? Augen? Oh Gott, warum fasst du das an, Simon? Was ist los mit dir? Toll. Ich habe ein Auge auf das Gerät hier geworfen. War das mies. So. Sieht ja fast schick aus hier. Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Oh Gott. Der hat das sogar noch mit Absicht gemacht. Wie krank ist das denn bitte? Der Typ ist... was? Okay. Absolut geistesgestört. Zum Glück ist er gerade nicht hier. Ist das widerlich. Aber auch das ist jetzt wieder so eine rein optionale Geschichte. Ich finde das super. Wie wir hier doch sehr spannende Sachen finden. Hier haben wir noch einen Text. Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Ich muss sie aus dieser Hölle retten, muss sie schlafen lassen, sie in meinen Klarträumen einschließen. ETF, ey. Ja, das wird jetzt echt immer verrückter. Ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel. Ich will Karten spielen, ich will Schach spielen.
das denn? Was auch immer. Hat ihm auch nicht mehr geholfen. Okay, gut. Also, sonst geht hier wirklich nichts, ja. Die Maschine da, die sieht ziemlich aus. Sieht aus. Ja, Schach wird nichts. Irgendwann finde ich einer. Ein Computer, bei dem noch Schach geht. Drückt mir die Daumen. Ja gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, werden natürlich die Mini-Station hier wieder verlassen und gehen auf die Suche nach weiteren spannenden Missionen. Warte mal, passiert was, wenn ich hier zumache? Nö, ne? Den Kasten da schlagen? Vermutlich. Nö, hier ist sonst nichts. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Bis es hier wieder weitergeht mit Let's Play Soma.